So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ja, habe ich irgendwas zu tun? Außer, dass ich wieder nicht geguckt habe, wo ich Reparaturstaub herkriege. Egal. Noch brauchen wir keinen, noch geht das. So, wir reisen erstmal zum inneren Wald zurück, weil alles andere, die Ausweisungskammer kommt später. Untere Garnison haben wir abgeschlossen, die beiden haben wir abgeschlossen, fehlt nur noch der innere Wall. Und der letzte weiße Ritter. So, erstmal dich loswerden. So. Dann bitte dich da oben runterlocken. Wow. Ja, ich sollte dran denken, die Jungs sind gefährlich. Vor allem die, die man nicht backstammen kann. Also diese Variante. Hast du mich jetzt gerade erschreckt? Ich dachte schon gerade, was kommt da für einer angelaufen? So, die beiden Golems sind aufgetaut mit samt der Truhen und allem. So. Wir haben niemanden angelockt. Wir pissen gerade nur alle furchtbar an. So, der ist ausgeschalten. Oh ja, genau, du kannst ruhig herkommen. Au, das sind wir nicht weit genug weggerollt. Was auch immer das gerade für eine Aktion war. Schnell was trinken. Nein. Trinken ist nicht erlaubt. Okay. Bitte bei dieser Fahrt die Hände im Wagen behalten und nicht trinken. Okay. Ey, wie konntest du das jetzt überleben? Und ja, Pfeile müsste ich mir demnächst auch mal kaufen. Komm, runter. So. Ey, nicht wegspringen. Jetzt hat er mich tatsächlich noch getroffen. Ernsthaft. Und ja. Ich werfe mal ein bisschen Menschlichkeit ein. Schadet ja nicht. So. Au. Da habe ich mich verkeilt gehabt. Das war nicht gewollt. Gegen die Wand schlagen tue ich auch nicht gerne. So, erstmal Rache. Die beiden Magier stehen da äußerst unklug. Für mich jedenfalls. So, du da. Genau, komm ruhig her. Nicht weggehen.
Ja, komm ruhig her. Ich möchte sie von dem Golem weglocken. Und da oben sehe ich gerade den Speer von dem anderen durchglitschen. Da muss halt zuerst du dran. Glauben. Dann nervst du wenigstens nicht, schon mal nicht mehr. Und da ihr ja den Golem so lieb habt, au. Ich muss sagen, mit ihren Dingern hauen sie trotzdem richtig gut rein. So, der Golem ist ziemlich gefressen schon mal. Ich denke, ich kann die beiden mal töten. So. Und versuche jetzt den Golem auszuschalten. Au, oder von ihm getötet werden. Wow, puh. Ich dachte, der erwischt mich noch mit dem letzten Stich. Vor dem letzten Stich. Ja klar, die Mimik, die werde ich jetzt als erstes töten. Nein, ich werde das ihn hier töten. So, dass meine Ausdauer schnell regeneriert wird. Was ich jetzt nicht direkt merke. So, Mimik. So, Mimik tot. Ja, das Symbol der Habgier. Das kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Kopfbedeckung mit Abbildung der habgierigen Kreatur, die Schatztruhen nachahmt. Erhöht die Sinnabsorption und Finden von Gegenständen, senkt jedoch langsam die Trefferpunkte. Es gibt eine Legende über eine unverbesserlich habgierige antike Gottheit, die offenbar unter Schurken beliebt ist. Sonst wäre dieser Gegenstand niemals angefertigt worden. Ja, der Helm, der kaum zu tragen ist. So, glitzerndes Titanit, fossiler Drachenknochen. Für uns jetzt nicht so nützlich. Ach ja, hi Kumpel. Bist du alleine? Ja, du bist alleine. So. Und nicht mehr unter den Lebenden. Da oben wird es jetzt übrigens lustig. Leider nicht haha lustig, sondern unangenehm. Ja, weil gleich zwei von der Sorte hier auftauchen.
Au. Und zwei von der Sorte sehr unangenehm sein können. Wie man sehen kann. Das war knapp. Oh Gott, das ist noch knapper. Stirb einfach, bitte. So, danke schön. Ach ja. Klappt doch ganz gut bis jetzt, oder? Jetzt muss ich noch den Magier ausschalten. Und zwar... Genau so. Ach ja, jetzt kommt der lustige Teil der Sache. Da sind nämlich... drei von den Golems. Und die drei versuche ich jetzt so weit anzupieksen. Wow, der eine ist fast tot. Und Heide spielt in Gefahr. Das ist nicht so gut. 12 Reparaturpulver habe ich noch. Benutze ich mal eins. So, der ist auch fast tot. Einen müssen wir jetzt töten. Jetzt müssen wir Nummer 2 irgendwie weglocken von dem Ausgang, von dem anderen. So, dass wir seine Seelen kriegen. Und jetzt töten wir noch den dritten und gut. Geschwungenes Nilgroßschwert. Was war das nochmal? Geschwungenes Großschwert mit unheilvoller Klinge. Eine der verbotenen vom Weißen König weggeschlossenen Waffen. Geformt aus Stein, Holz und den Überresten einer höchst seltsamen Seele. Es heißt, die Waffe werde tödlicher, je weiter ihr Gebieter reist. Mhm. So, da war was, wo wir von hinten rankommen, glaube ich. Ich gehe erstmal kurz in diesen Weg lang. Ja gut, hier ist der Weg zurück. Hier ist ja schon Ende. Auch gut, oder? Das heißt, wir müssen hier drüben jetzt lang. Wo vorher Eis war, können wir ja jetzt lang gehen.